Guten Tag, liebe Freunde. Ich heiße Marzena Ostrowska. Herzlich willkommen in Hartów. Wir möchten euch einen kurzen Film zeigen, in dem wir unser Anwesen euch näher bringen können. Das ist mein Mann, Stanisław. Dzień dobry, nazywam się Stanisław Ostrowski. Chciałbym Państwa zaprosić do nas, do naszej agroturystyki oraz do obejrzenia tego filmu, który Państwu chcemy zaprezentować. Pokazujemy Państwu nasz dom, który został przeniesiony z Podlasia, 150 lat stary, z pełnym wyposażeniem oraz piękną, naturalną, jeszcze niezakłóconą, dziewiczą naturę i przede wszystkim do dużo, dużo spokoju. Auf unserem Grundstück haben wir einen ganz großen Obstgarten. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen und Pfirsiche. Im Moment haben wir Juni. Da sind die meisten Obstsorten noch nicht reif. Aber wir haben eine von den Süßkirschen, die gerade eben erntenreif ist. Und davon dürfen unsere Gäste natürlich auch mitessen. Wie der Specht auch. No tak. Zapraszamy naszych wszystkich gości do nas i do delektowania się naszymi owocami. W tej chwili mamy początek czerwca i już pierwsze czereśnie, słociutkie. Każdy, kto nas odwiedzi, może przyjść i sobie skosztować. Dziękuję. Wir haben im Garten so viel Obst, weil wir auch Bienen haben. Das ist ein Hobby von meinem Mann. Die Bienen hat er vom Narew-Gebiet aus Ostpolen geholt, so wie unser Gästehaus auch. Das ist das Haus, was mein Mann aus Ostpolen hierher gebracht hat. Gerade wohnt hier eine Familie mit zwei Kindern. Wir haben das so organisiert, dass das ganze Haus umzäunt ist, das ganze Grundstück umzäunt ist, sodass kein Kind hier weglaufen kann, aber auch keine wilden Tiere hier reinkommen können. To jest dom, który został przeniesiony z Podlasia, ze wsi Olszewo, gmina Brańsk. Dom ponad 150 lat stary, został rozebrany na kawałeczki i z powrotem złożony 700 kilometrów dalej na zachód, na ziemi lubuskiej, praktycznie w niewielkiej odległości od Berlina. Ja, das ist die andere Seite von dem Haus mit separatem Eingang. Hier ist eine Wohnung für drei Personen. Beide Seiten, beide Wohnungen enthalten große Betten, voll ausgestattete Küche mit allem, was dazu gehört, mit Kühlschrank. Beide Wohnungen haben auch einen Fernseher und Zugang zu Internet. Hier wohnen gerade zwei Leute aus Holland. Ausgesprochene Tierliebhaber, vor allem Vögelliebhaber. Die stehen um 5 Uhr morgens auf, um die Vögel, die ihr hört, zu beobachten. Wir haben nämlich hier, gleich hinter dem Zaun, einen großen Wald. No właśnie, to jest druga część tego domu. Dom się składa z dwóch części. Dom jest dwurodzinny. Każde części połowy domu są jednakowo wyposażone, są łóżka, jest kuchnia, jest kominek,
w zimne dni, czy no, wieczory można przy kominku sobie odpocząć i właśnie w domu, dom jest całkowicie drewniany, czyli w nim panuje przyjazna człowiekowi atmosfera, latem jest chłodno, zimą jest ciepło. W tym miejscu znajduje się nasze miejsce do grillowania, można sobie tutaj grillować, bardzo fajnie, nowy grill firmy Weber oraz obok stół 5-metrowy, szeroki na 1,20 m, zadaszony, ze światłem, z dostępem do prądu, także tutaj można znaleźć miejsce do grillowania. Hier befindet sich unser Grillplatz. Mit einem neuen Grillgerät, mit einem 5 Meter langen Tisch, überdacht mit Elektrizitätsbeleuchtung und auch elektrischem Anschluss. Hier kann man ganz schön die Zeit verbringen, in der Natur, direkt am Wald. Das ist unser bester Zaun, damit nichts verloren geht. Und gleich daneben befindet sich Kaminholz. Und hier ist das kleine Häuschen mit Sauna drin und Platz für drei Leute zum Schlafen. Es ist keine richtige Küche drin, aber Möglichkeit, sich Kaffee oder Tee zu kochen. Da ist ein Kühlschrank auch dabei, genau, und eben Sauna. W tym miejscu znajduje się bania, czyli pomieszczenie, domek z sauną. Na górze są dwa pokoje z trzema łóżkami. Razem trzy osoby mogą tutaj nocować. Na dole jest lodówka, miejsce do zagotowania sobie herbatki, kawy, łazienka, prysznic i toaleta oczywiście. Zapraszamy. Zapraszam. Mein Mann hat hier eine schöne große Feuerstelle gemacht mit großen Steinen. Hier kann man schön zusammensitzen und Würstchen braten oder gemeinsam ein Bierchen trinken. Hier findet jeder Platz.